Willkommen zurück zu Anstoß 3. Ja, wir sind noch beim FC St. Pauli. Wir haben ein 6-Punkte-Spiel gegen Dresden. Und bei dem Vorstandsvertrauen, denke ich mal, könnte es auch schnell vorbei sein nach diesem Spiel. Aber erstmal lenken wir uns ein bisschen ab. Das große Spiel mit Wales gegen England. In der Qualifikation ist es ja auch noch sehr, sehr spannend. Habe ich hier Statistiken zur Verfügung? Ja. Können wir hier auch sehen? Aktuelles. Ja. Wir sind derzeit auf Platz 3 mit 8 Punkten. Haben gegen Tschechien zuletzt verloren. Und ja. Ist auf jeden Fall knapp. WM, ich kann mir das immer nicht merken bei WM und EM. Bei einem qualifizieren sich die ersten zwei, bei dem anderen die ersten drei, manchmal auch bei beiden die ersten drei. Ganz dahinter gestiegen bin ich noch nicht. Also mit Platz 2 ist man immer sicher dabei, mit Platz 3 muss man ein bisschen bangen. Ist auf jeden Fall noch alles möglich. Und noch steht England hinter uns. Lloyd Isgrave hat sich eine schwere Zehenprellung zugezogen und ihr Präsident bittet sie zu einem Gespräch unter vier Augen. Er macht ihnen unmissverständlich klar, dass sie bei einer Niederlage im nächsten Spiel gehen müssen. Ja, okay, also Dresden ist dann tatsächlich unser Entscheidungsspiel. So, Toyota ist klar, Wayne Hennessy, dann haben wir hier die Innenverteidigung mit Chester und das ist natürlich bitter, dass Williams so lange ausfällt. Müssen wir mit Collins vorlieb nehmen. Dann haben wir hier Davis und Taylor. Damit kommt er auf die Bank. Dann rechtes Mittelfeld. Bale ist ganz klar. Linkes Mittelfeld haben wir derzeit Robson Cano. Isgrave kommt auf die Bank. Defensiv haben wir Fernando. Hoch. So. Offensiv setzen wir ein natürlich Ramsey als Spielmacher und King. King ist kein Spielmacher, muss er jetzt aber trotzdem machen. Allen erstmal nur auf die Bank. Und im Sturm haben wir konkurrenzlos Vokes. Hatten wir eigentlich noch welche zur Einbürgerung? Ich bin mir gerade nicht sicher. Müssen wir dann nochmal schauen. Das ist auf jeden Fall unsere Aufstellung gegen England. Okay, das lassen wir so. Bin ich mal gespannt. Und Daniel Sturridge bringt England auch gleich in Führung. Vogue setzt sich da super durch, schießt, hart klatscht nach vorne ab und Sturridge kann klären. Was wenn er da hinten macht. Und wieder kommen wir, diesmal mit Fernando. Und der Ausgleich durch Ash Taylor nach Vorlage von Andy King. Sehr schön. Na, Vorsicht, da kommt wieder Sturridge mit einem herrlichen Seitfallzieher, aber Hennessy ist da. Und da ist dann das Tor. Sturridge macht wieder einen Treffer, kurz nach unserem Ausgleich. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Jamie Vardy sogar noch das 3-1 hinterher. Und dann ist auch erstmal Halbzeit. Ich weiß nicht, mit Torhütern habe ich zurzeit einfach kein Glück. Aber gut, man muss ihnen sagen, wir spielen gut. Jetzt hinten aufzumachen macht überhaupt keinen Sinn. Ist auch keine Schande, mit Wales gegen England zu verlieren, aber wir sind wieder da. Aaron Ramsey macht den Anschlusstreffer. Und Game für Kieran Gibbs. Rot für Aaron Ramsey. Na, herzlichen Glückwunsch.
ziehen wir die auch nochmal so ein bisschen nach innen. Probieren wir es mal so. Und bringen wir jetzt mit Alan nochmal einen frischen Spieler. Kyle Walker macht das 4:2. Jetzt in Unterzahl wird es natürlich schwierig, dann jetzt noch den 2-Tore-Rückstand aufzuholen. Wenn es denn bei 2-Tore-Rückstand bleibt. Boah, das war knapp. Und dann geklärt von Chester. Können wir noch irgendwie einigermaßen geschickt reinbringen. Isgraf können wir noch mal reinschmeißen. Und Fernando macht das 4:3. Okay, dann können wir jetzt nochmal alles nach vorne schmeißen. Brechstange, 150% Einsatz, offener Schlagabtausch. Aber es gibt nochmal England. Ecke für England. Bringt aber nichts. Und kriegen wir noch eine Chance? Nein, wir verlieren knapp mit 4:3. Haben eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt. Ich finde, wir haben uns ganz gut geschlagen. Aber leider trotzdem 0 Punkte am Ende. Deutschland gewinnt 1:0 gegen Belgien, England, jetzt haben wir eben gesehen, Italien, Russland 2:3 und Frankreich, Spanien 3:2, Portugal, Türkei 2:1. Polen und Ukraine haben sich 0:0 unentschieden getrennt und auch Serbien und Tschechien trennen sich 1:1 unentschieden. Wir fallen runter von 2 auf 4. Aber noch ist alles drin. Tordifferenz ist nicht ganz so gut, haben mehr Gegentore kassiert als die anderen. Aber wir spielen ja noch gegen alle außer England und ich glaube, da haben wir den schwersten Gegner jetzt dann auch komplett hinter uns. Oder sind wir mit dem schwersten Gegner auch soweit durch? So, jetzt kommt das Finalspiel gegen Dresden. Das kann ja was werden. Stärkemäßig natürlich überhaupt kein Problem, aber ich weiß nicht warum, aber zurzeit spielen wir halt schlecht. Ich würde das jetzt sogar mal so machen, dass wir die Taktik nochmal wieder ändern. Denn zuletzt hat das nichts gebracht. Wir haben eigentlich zwei sehr gute defensive Mittelfeldspieler, die sollten wir dann auch einsetzen. Machen wir hier so ein 4-5-1. Ne? Mit Dämme und mit Strobel. Alleiniger Stürmer vorne. Ja, war zuletzt auch nicht wirklich treffsicher, aber kann Siskus auch nicht. Buadus. Deshalb machen wir das mal so. Das lassen wir auch so. Und dann kann man hier sagen, das hier. Wenn wir verlieren, werde ich entlassen. Aber meine Zukunft bei diesem Verein ist ja ohnehin ganz, ganz traurig. 600 Zuschauer, 30 Jahre Wahnsinn, der Bärlich am Boden. Okay, sie blicken in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Mal gucken, ob die Mannschaft jetzt wirklich für uns spielt oder ob es das letzte Spiel ist mit St. Pauli. Halbe Stunde vorbei, noch nicht viel passiert. Einmal Glück gehabt, dass wir keinen Elfmeter gegen uns bekommen haben. Und Hajrović macht das 1:0. Sein erster Saisontreffer. Ungewohnte Gefühle, wir führen mit 1:0 zur Halbzeit. Hajrović gut gemacht und
den Einsatz, ups, nein, den Einsatz nach oben. Ja, ihr habt sie doch im Sack, da kann doch nichts mehr schief gehen. Jetzt nicht nachlassen. Na, gut, wenn wir defensiv so weitermachen, auf jeden Fall. Noch keinen einzigen Torschuss zugelassen. So, dann werden wir hier noch einmal wechseln. Lennart Hü, es ist zurzeit einfach schlecht. Muss man so sagen. Und Dudziak kann nochmal kommen. Und der Ausgleich durch Niklas Kreuzer. Na super. Also kann auch sein, dass es bei einem Unentschieden nicht reicht. Vorbei. Wir verlieren nicht, aber wir gewinnen auch nicht. Spät den Ausgleich kassiert. Deswegen denke ich, dass es dann jetzt auch vorbei ist. Bleiben auf Platz 13. Vorsprung auf die Abstiegsplätze immerhin um einen Punkt ausgebaut. Italien haben im Pokal gespielt. Und wir dürfen tatsächlich weitermachen. Gegen Sandhausen. Wow. Auf 51. Ich glaube, so weit niedrig war ich bisher noch nicht. Heftig. 51%. Sandhausen also. Können wir uns immerhin mit dem Heimspiel verabschieden. Letschert ist wieder dabei, das ist schön. Und ansonsten lassen wir das so. Auf geht's. Oh ja, und mit Knaller haben wir ja ganz schlechte Erfahrungen gemacht. In der letzten Saison, wo er wirklich alles gehalten hat. Und ein Vogo ist da, sehr schön. Dämme nach einem Foulspiel. Und dann ist auch schon Halbzeit. Wenig ertragreiches dabei gewesen. Und das 1:0 durch Lennart Thü. Wunderbar. Da mag ich ja gar nicht wechseln. Ich glaube, ich lasse es auch einfach. Freut mich aber auch für Thü, dass er mal wieder getroffen hat. Direkten Freistoß auf 26 Metern Entfernung. Rodic wird ihn ausführen. Seki verlängert in die Mitte, aber der Torhüter ist da. Viertelstunde noch. Und wir gewinnen tatsächlich mit 1:0 gegen den SV Sandhausen. Lennart Thür hat mal wieder getroffen. Taktikumstellung scheint sich ausgezahlt zu haben. Wir verbessern uns auf Platz 9. Ingolstadt. Was haben die denn gemacht? Ingolstadt hat 3:0 gegen Dresden gewonnen.
Was sagen eigentlich unsere Finanzen? Recht knapp im Plus dort und hier 3,68 Millionen. Das ist alles noch im Rahmen. Verbessern uns auf 52%. Oh Mann. Also in dem Tempo wirst du es wirklich einmal verlieren und das war's. Ich weiß, habe ich jetzt schon lange gesagt. Wir haben jetzt erstmal auch eine Woche Pause. Und dann ist auch schon wieder Winterpause. Ja, hier die Ergebnisse im Pokal. Viertelfinale Gladbach gegen Schalke, Bayern München gegen Bochum, Hamburg gegen Freiburg und Regensburg gegen Köln. Das Essen beim Italiener war wie immer sehr lecker, außerdem vertragen sich Christopher Buchmann und Daniel Buballa wieder. Regensburg hätte uns gerne, sind ja immerhin im Pokal mit dabei, im Viertelfinale, auch wenn die Achtelfinale steht, aber nein. noch müssen wir sowas nicht annehmen. Und wenn wir entlassen werden, hoffe ich natürlich auch auf bessere Angebote. So, es geht als nächstes gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, mit der Taktik hast du zuletzt gut funktioniert. Duxch hat sich verletzt, brauchen wir derzeit eh nicht. Und dann würde ich sagen, los geht's. Gegen den vorletzten Fortuna Düsseldorf. Was ein harmloser Roller, der weit über das Tor geht. Ist klar. Und Düsseldorf macht das 1-0 durch Adam Bocek. So, Rodic können wir loben. Wir müssen, ja, müssen ein bisschen in die Offensive gehen. Es hilft nichts. Oh, Kinders, ich will Leistung sehen. Leistung will ich sehen. Das hilft nichts und Chancen sind ja wieder da. ...4-1 jetzt sogar schon. So, müssen wir noch mal ein bisschen wechseln. Bringen jetzt einfach tatsächlich wieder einen zweiten Stürmer. Das hilft ja nichts. Und offensiv. Eckball geklärt. Und dann ist das Spiel auch gleich vorbei. Können wir nochmal auf Brechstange hochgehen. Wieder das Problem, keine Tore. Und die kostet uns dann jetzt auch den Job. Ja, Unendings macht das 2-0. Schönes Tor mit der Hacke. Direkt der Gegenschuss sozusagen von Rodic bringt auch nichts ein. Und dann ist das Spiel vorbei. Das Thema St. Pauli hat sich erledigt, war aber auch ein ganz schönes Gewürge. Hätte nicht gedacht, dass wir uns so lange halten. Die ganze Hinrunde immerhin. Boah, Union Berlin. Die werden wohl keinen neuen Trainer suchen nach dem Spiel. 5-0 gegen Duisburg.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach relativ kurzer Zusammenarbeit muss ich Ihnen leider heute die Ablösung unseres Managers bekannt geben. Geeigneten Ersatz werden wir Ihnen in Kürze präsentieren. Danke. Was, weil er gesoffen hat? Sind es allerdings schon wann mit einem neuen Trunken, Manager? Was? Gib mir die Abfindung. So, jetzt sehen wir hier, kann man sich auch dauerhaft einwenden lassen, die Trainer, die gerade gefährdet sind und alle, die entlassen wurden. Ich denke mal, das sind alle, die seit wir hier gespielt haben. Und wir bekommen Angebote vom MSV Duisburg, derzeit Tabellenletzter in der zweiten Bundesliga. Und Dynamo Dresden, derzeit 14. in der zweiten Bundesliga. Wir haben gegen Dresden verloren. Und naja, da muss man eigentlich nicht so lange überlegen. Jawohl, hier haben wir wieder ein nervöses Präsidium. Wir haben aber großes Stadion. Okay, haben wir hier auch. Fans sind hier Durchschnitt, hier ist hoch. Finanzlage ist bei beiden gesegnet. Dresden gibt uns ein bisschen mehr Geld. Duisburg möchte den Klassenerhalt haben. Dresden eine gute Show. Wir haben 24 Spieler mit einer Durchschnittsstärke von 6,2. Und 26 mit 5,8 und so, dann ist, denke ich mal, Dresden die bessere Wahl. Doll ist der Kader natürlich nicht. Ein bisschen was können wir gleich vielleicht noch machen. Na, hier sind immerhin 8 da drin, während hier kein einziger drin ist. Ne, wir gehen nach Dresden. Nervöses Präsidium kennen wir ja schon. Gute Show ist auch interessant als Saisonziel. Punktprämie ein bisschen nach oben, bitte. Okay, dann sind wir 2 Jahre jetzt, oder jetzt eher 1,5, bei Dynamo Dresden. Er legt großen Wert auf Taktik. Das ist gut, denn bisher hatten wir keine, meinte ein Spieler. Nur kämpfen genügt halt nicht. So sieht's wohl aus. So, Nationalkader werden berechnet und wir sind bei Dynamo Dresden. Ich mache noch eben schnell die Nominierung, sonst vergesse ich das wieder. Für das Freundschaftsspiel gegen Kroatien. Das geht ja eigentlich immer recht fix von der Hand. Und dann wollte ich auch noch gucken, ob wir noch wen auf... Detlef ist ja verletzt. Ob wir noch jemanden haben, den wir einbürgern wollten. Infos über Einbürger. Oh ja, wir können noch 2 Spieler einbürgern. Das sollten wir vielleicht auch mal versuchen. Gehen natürlich wieder nach England. Andy Carroll wäre zum Beispiel ein Kandidat. Den probieren wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, los geht's mit Dynamo Dresden. Danke, tschüss.